Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute gekommen sind zu der letzten Ringvorlesung in diesem Jahr zur Umwandlung tropischer Regenwälder. Es geht heute um Aspekte aus dem sozialen Bereich, sozial und politisch, sozial und ökologische Folgen und Perspektiven der Umwandlung tropischer Regenwälder, heißt ja die Vorlesung. In der letzten Woche hatten wir ein naturwissenschaftliches Experiment vom Kollegen Feldkamp vorgestellt. Heute geht es in die gesellschaftliche Dimension. Das Thema lautet globale Umweltgovernance und lokale Umweltgerechtigkeit. Ich könnte auch sagen, / Ungerechtigkeit in Sumatra, Indonesien. Mein Name ist Heiko Faust. Ich bin Professor für Sozialgeografie und nachhaltige Ressourcennutzung im Geografischen Institut der Universität Göttingen. Ich habe jetzt zusammen mit einigen Kollegen, die Sie hier ja und Kolleginnen, die Sie hier schon getroffen haben, die vorgetragen haben, und Alexander Knohl ist ja hier vom Vorstand noch, 12 Jahre auch in dem SFB zur Transformation in Sumatra mitgearbeitet, in der Human Dimensions nennt sich dieses Projekt, dieser Projektbereich. Vorher habe ich auch schon in Indonesien gearbeitet, in Sulawesi, im Sonderforschungsbereich, und davor, ja, ich bin schon etwas älter, noch schon in den pazifischen Inselwelt, Schwerpunkt Fidschi, dann Bolivien und die Elfenbeinküste. Worum geht es? Globale Umweltgovernance und lokale Umweltgerechtigkeit. Ich habe Ihnen hier als Intro zwei Fotos mitgebracht. Das eine ist ein bisschen provokativ und suggeriert, ich will diesen armen Menschen nicht anklagen. Aber es zeigt die Inkulturnahme, die Kultivierung von Natur oder naturnaher Landschaft, was Mensch seit der Sesshaftwerdung macht. Die Zähmung der Natur und das Zweite, oder Unterwerfung könnte man sagen, ich will es nicht zu pathetisch nennen, aber die Kultivierung und Transformation. Es wird ja da in der Regel dann Getreide oder eine andere Früchte angebaut. Das zweite Foto, das haben Sie vielleicht schon gesehen, mal hier auch der Vorlesung, ist immer so ein Intro-Foto, das zeigt die Grenze oder eine Grenze zwischen dieser Kulturlandschaft, hier die Plantage, eine Ölpalmplantage, und da ein Weg dazwischen, und auf der rechten Seite des Fotos dann eben sowas, was vielleicht noch naturnah ist, Wald. Was wir auf diesem Foto rechts nicht sehen, sind Prozesse, die im Hintergrund ablaufen und, wie ich es angesprochen habe, die geografisch, sozialgeografisch und politisch sind. Wenn wir jetzt diese Bilder noch betrachten, dann sehen Sie dieser Verlauf dieser sogenannten Frontierzone, also die Grenzzone zwischen der Kulturlandschaft und der Naturlandschaft, wenn man so will. Der klassische Frontier ist die nordamerikanische Frontier. Sie kennen die Geschichte von Ost nach West. Die Landnahme in der Europäer, muss man ja sagen, und die Einheimischen unterdrückt hat und unterworfen haben, also die First Nation People. Und hier die Frontier in Sumatra verläuft nicht nur gerade, wie das suggeriert ist, sondern ist kleinteiliger, aber hier ist vielleicht das Beispiel. Und es gibt auch die eine oder andere Auseinandersetzung innerhalb dieser Region, weil nicht alles ganz geschmeidig läuft. Es geht um Zugang zu Ressourcen, es geht aber auch um den Zugang zu Landflächen und es geht um historische Rechte und die Anerkennung von Titeln, die strittig sind, weil man bis Ende der 90er Jahre in Indonesien noch das Land, was man bewirtschaftet hat, ohne schriftliche Titel sozusagen nicht nur bewirtschaftet hat, sondern besessen hat. Das letzte Bild noch. Hier demonstrieren übrigens eine Gruppe von Farmern dagegen. Das ist ein Konflikt, wo es darum geht, die wollen nicht, dass ihr Land als Naturschutzgebiet eingerichtet wird. Nur jetzt das als Randbemerkung. Und hier sehen Sie eben die Fortschreitung in unserer Region, wo es, was ich vorher gesagt habe, nicht sichtbare Faktoren
dann doch sichtbar werden und sich materialisieren. Kann man was tun? Was können wir tun? Was kann die Weltgemeinschaft? Was kann man international tun? Was gibt es für Regulationen? Was gibt es für Möglichkeiten, ja, hinzuwirken? Ich habe es schon erwähnt, in der letzten Stunde war es eine ganz konkrete Maßnahme, zu sagen, wirtschaftet doch vielleicht ein bisschen nachhaltiger, düngt nicht so viel. Das war das genannte Experiment. Eine andere Form wäre zu sagen, versucht doch sozial und umweltverträglicher zu handeln. Und da kommt der Governance-Begriff ins Spiel. Ich erläutere den gleich. Aber die These, Arbeitsthese jetzt auch für diesen Vortrag wäre, wenn es gelingt, Umweltgovernance einzurichten, globale Umweltgovernance, dann gibt es zielführende Instrumente dafür, die zu einer Verringerung von weltweiten Umweltkonflikten und damit Schäden führen können. Das ist die These. Also wir überlegen uns, die Weltgemeinschaft überlegt, Nationalstaaten, aber auch Zivilgesellschaft überlegt, was kann man tun und wo kann man vielleicht eine Verbesserung erzielen. Der Verlauf des Vortrags soll jetzt so sein, nach diesem Intro geht es zur Definition zur globalen Umweltgovernance und der Begriff der Umweltgerechtigkeit, den muss ich auch herleiten oder zumindest definieren, um dann in den Schwerpunkt der Vorlesung zu kommen heute, wo es um die Konsequenzen geht, anhand von zwei Fallbeispielen von Governance-Überlegungen, Governance-Instrumenten auf der lokalen Ebene. Das ist der wesentliche Punkt für mich oder für uns, die Arbeitsgruppe, die dort gearbeitet hat. Wir sagen, schön und gut, was passiert dann wirklich on the ground, also vor Ort, im Haushalt. Und dann kommen wir zu Konfliktlinien und zum abschließenden Folgerungen und zur Diskussion. Die globale Governance, eine Definition, Sie finden unterschiedliche Definitionen, man findet eine ganze Reihe von Definitionen für diese Begrifflichkeiten, weil sie auch ein bisschen unscharf sind und das auch bleiben. Also es geht um eine Ordnungspolitik bzw. die Gesamtheit der zahlreichen Wege, auf denen Individuen sowie öffentliche und private Institutionen ihre gemeinsamen Angelegenheiten regeln. Steht im nächsten Satz auch noch, das ist ein breit angelegter Prozess. Ja, das sagt das. Dynamisch und komplex, interaktive Entscheidungsfindung, da wird es schon ein bisschen ja, konkreter, der sich ständig weiterentwickelt und sich ändernden Bedingungen anpasst. Für mich oder für uns und auch aus der geografischen Perspektive ist der dritte Satz, den ich ausgewählt habe aus diesem längeren Text, das Wichtigere, eine wirksame globale Entscheidungsfindung muss daher auf lokal, national und regional getroffenen Entscheidungen aufbauen und diese beeinflussen und muss auf die Fähigkeit und Ressourcen unterschiedlicher Menschen und Institutionen auf vielen Ebenen zurückgreifen. Und da können Sie sich schon vorstellen, das ist nicht so einfach. Wir haben unterschiedliche Akteure, wir haben damit auch unterschiedliche Interessen. Allein die Tatsache, das, was wir hier diskutieren, jetzt seit Wochen, zeigt ja auch, dass es unterschiedliche Interessen gibt. Sonst hätten wir das Thema ja gar nicht. Interessen an Ressourcen, Interessen an Macht zum Beispiel. Bleibt bei unserem Thema jetzt. Es geht dann vielleicht noch zum besseren Verständnis eher bei der Unterscheidung von Government und Governance, also zum besseren Verständnis von Governance, wenn man das Government benennt. Und das sind ganz konkrete Gesetze und Regeln. Also diese ermöglichen Staaten, Gesetze zu erlassen und Regeln zu erlassen und diese wiederum sind einklagbar und sind entsprechenden Rechtsnormen. Sie sind hierarchisch und sie sind demokratisch legitimiert, jedenfalls in demokratischen Staaten. Man könnte dann sagen, okay, da sind auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen, Lobbyisten, Interessenvertreterinnen daran beteiligt. Aber das Government ist dann durch die politischen Vertreter geregelt und ist sozusagen, ich würde es mal sagen, es ist schärfer oder härter als vielleicht die Governance, die es gerade schon angesprochen hat, die viel stärker darauf zählt, dass man private Akteure
einbezieht, dass man Institutionen einbezieht, die sich engagieren. Und dass man dort auch, was die Macht Asymmetrie oder Symmetrie angeht, stärker die Hierarchien auflöst. Also dass man Menschen daran beteiligt, Institutionen daran beteiligt, über diese genannten Skalierungen hinweg. Also in der Theorie ist es sehr schön zu nennen, dann sollte man also mit Leuten vor Ort sprechen, dann die Institutionen der Nationalstaaten und die der internationalen Staatengemeinschaft und so weiter und so weiter. Und die einigen sich dann. Und ob sie es glauben oder nicht, das tun ja Organisationen und Menschen gerade. Ich komme da gleich drauf zurück. Also es gibt das Ziel darüber, wie ich es hier dann aufgeschrieben habe, Interdependenzbewältigung auf gesellschaftlicher und ökonomischer Basis und die Problemlösungsfähigkeit soll erhöht werden im Zeitalter der Globalisierung. Um es nochmal deutlicher zu sagen oder deutlicher zu machen, dieses Umweltgovernment, was zum Beispiel die Europäische Union durchführt, aus guten Gründen, weil sie sagt, the challenges the world is facing in climate change and biodiversity loss can only be dealt with by global action. The Union should be a strong global actor, leading both by example as well as by taking the lead in international cooperation to create an open and fair multilateral system where sustainable trade acts as a key enabler of the green transition to fight climate change and reverse biodiversity loss. Ich denke, da können wir zum großen Teil, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber mitgehen. Das ist doch unser großes Interesse. Möglichst auch, dass Biodiversität erhalten bleibt, dass wir CO2-Emissionen verringern. Und dazu hat die Europäische Union eine Verordnung erlassen, eine Entwaldungsverordnung. Und diese hat auch Sanktionen zur Folge und es gibt verschiedene Einteilungen. Ich will das jetzt nicht zu weit ausführen, nur hier die wesentlichen Punkte. Es geht um Sorgfaltspflicht, dass keine Produkte von abgeholzten Flächen, also von aus jüngerer Zeit abgeholzten Flächen, irgendwann wurden sie ja schon bereits abgeholzt, viele Flächen, da ist auch ein Datum genannt, dann Menschenrechtsaspekte sollen berücksichtigt werden, Rechtsvorschriften, die auch die Rechte und Interessen lokaler und indigener Bevölkerung berücksichtigen. Und es soll Sanktionen geben für die Unternehmen, die daran beteiligt werden in der Wertschöpfungskette. Die sollen bis zu mindestens 4% des Jahresumsatzes der Betreiber bis zu 4% können als Geldbußen veranschlagt werden. Man wird sehen, wie sich das wiederum wirklich durchsetzen lässt. Aber das ist die Entwaldungsverordnung, also ein Government, was es gibt und was Kontrollen einschließt, aber auch Folgen hat, zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit Indonesien. Indonesien, jetzt mal verkürzt ausgedrückt, is not really amused about this. Also es gibt da Interessen, ich habe es angesprochen, und Vertreter von Interessen, das heißt also das begründete Interesse auch von indonesischer Seite, sofern wir das und ich das einnehmen darf, ist doch zu sagen, wir wollen bestimmen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Und wir wollen uns doch nicht vorschreiben lassen und wir können doch nicht solche Gesetze von der EU erlassen, jetzt uns dominieren lassen. Da sehen Sie wieder was Hierarchisches, was durchgereicht wird, bis zu der, ich sage nicht, dass das richtig ist, gegen dieses Gesetz vorzugehen. Ich versuche nur deutlich zu machen, das ist eine ganz andere Perspektive, die wir in Deutschland, aber auch in Europa und in der Welt häufig überhaupt nicht wirklich verstehen oder auch nicht respektieren. Und auf der Ebene muss man dann diskutieren. Und es trifft dann Kleinbauern, kleinbäuerliche Haushalte, genauso gut wie ein Wirtschaftssystem. Und dann gibt es einen Aushandlungsprozess, aber der Dominanz des Marktes, der jetzt von der Europäischen Union ausgeht, der bestimmt jetzt, wie es zu laufen hat. Die Folge, eine andere Randbemerkung von mir noch, könnte genauso gut sein, der Markt wird gar nicht mehr bedient. Ja? Denn beispielsweise China und Indien haben dieses Gesetz nicht. Das heißt also, ihr Öl werden sie schon noch los.
Wenn wir jetzt zurückspringen nochmal zu der Idee zu sagen, okay, lass uns doch miteinander reden und dann eine Aushandlung zu machen, einen Kompromiss. Und ich hatte angedeutet, es gibt ja schon eine ganze Reihe von Plattformen, wo geredet wird. Ob dann immer so viel rauskommt, ist fraglich. Aber wenn wir uns anschauen, jetzt auf der COP28, auch wieder eine Frage der Perspektive. Da haben etliche Länder, Staaten, über 190 Staaten miteinander gerungen. Da haben 70.000 Vertreter und Vertreterinnen von was auch immer für Institutionen und NGOs und zivilgesellschaftlichen Organisationen versucht, ihre Interessen durchzusetzen. Das sind Instrumente von Governance. Da gibt es aber auch Selbstverpflichtungen. Da gibt es dann auch Abkommen, die rauskommen, die müssen dann wiederum ratifiziert werden. Also das ist dann wieder, wo ich gesagt habe, ist ein bisschen weicher, aber im Endeffekt gibt es auch eine Regelung, an die wir uns halten. Aber vielleicht können mehr Leute mitgenommen werden, wenn es akzeptiert wird und wenn es dann auch verstanden ist und wenn es von allen angenommen ist. Diese internationalen Umweltabkommen, die werden, da gibt es dann noch eine Abstufung, das gibt es Konventionen und Protokolle, das Montreal-Protokoll beispielsweise, Verbot von FCKW in der Umwelt, das war schon aus den 80er Jahren, eines das bekannteste. Dann globale Umweltprogramme, hier ist das RED-Programm, also das ist von den Vereinten Nationen gefördert. Auf das RED-Programm gehe ich gleich, ich habe das hier noch auf kursiv gemacht, sofern Sie es sehen können, weil ich das gleich noch erläutern werde. Dann gibt es internationale Finanzierungsinstrumente, die eingerichtet wurden, auch von der Weltbank oder bei der Weltbank beispielsweise, dass da Töpfe bereitgestellt werden, um diese Einrichtungen zu fördern, diese neuen Ideen zu fördern. Der Green Climate Fund beispielsweise, der wurde im Rahmen der United Nations Framework Convention on Climate Change eingerichtet, soll insbesondere Entwicklungsländer unterstützen, auch bei der COP28 hat man ja diesen Climate Fonds jetzt gefüllt oder füllen können, endlich mal. Und dann gibt es Umweltindikatoren, Berichterstattungssysteme, die kennen Sie, IPCC ist der berühmteste. Und dann noch am Ende auch wieder ein Kursiv Zertifizierung, also auch Vereinbarungen von zivilgesellschaftlichen, privaten Institutionen, die sich verabreden und versuchen, ein Label durchzusetzen und sich an bestimmte sozial- und umweltverträgliche Standards zu halten. Den Gerechtigkeitsbegriff, ich bin kein Jurist, natürlich nicht, der Umweltgerechtigkeitsbegriff stammt auch, wie vieles aus den USA, aus den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren fing das so an. Man hat sich gewehrt gegen bestimmte räumliche Verteilung von Abfällen, von Giftmüll, die dort weggekippt worden sind, wo es vielleicht eher schwache soziale Gruppen gibt, wo es wenig Vertretung gibt, die sich politisch engagieren oder äußern können. Und dieser Umweltgerechtigkeitsdefinition ist auch wieder eine, ich habe geschrieben, eine Definition, weil wenn Sie recherchieren, dann finden Sie Varianten und unterschiedliche Interpretationen. Aber der Kern ist, glaube ich, nachvollziehbar, für uns ausreichend. Environmental justice is the fair treatment and meaningful involvement of all people regardless of race, color, national origin or income, with respect to the development, implementation and enforcement of environmental laws, regulations and policies. Also, es geht um die faire Behandlung aller Beteiligten, dass man aus allen Gruppen, die angesprochen sind, auch für Minderheiten Möglichkeiten ergibt, dass sie berücksichtigt werden und dass sie auch einen Raum bekommen, wo sie ihre Interessen bekunden können und dass sie auch, wie ich es vorhin angesprochen habe, auf Augenhöhe und respektvoll behandelt werden und auch fair sich einbringen können. Was hier allerdings schon noch, das ist dieser amerikanische Hintergrund oder aus dem Zeitgeist, den ich gleich noch sage, eigentlich ein bisschen schwächt man das wieder mit der genauen Benennung von bestimmten Gruppierungen, finde ich. Da kann man sich aber drüber streiten, auch aus, warum es ausgerechnet diese dann sind, dass diese Dimensionen genannt werden müssen.
diese Idee der Environmental Justice ist eingebettet nicht nur in eine, die jetzt uns angeht, gleich, wo es um Landfragen geht, sondern wo es grundsätzlich darum geht, wie es mit einer ganzen Reihe von Ressourcen umgegangen wird und wer was wann damit zu tun hat und beeinflusst wird. Vielleicht wird das nochmal deutlicher bei dieser etwas ausführlicheren, konkreteren, vielleicht als diese allgemeine Definition, Ausführung von, die auf Robert D. Bullard zurückgeht. Gerechtigkeit, da sind eine ganze Reihe von Prinzipien, Environmental Justice, Umweltgerechtigkeit, Schutz aller Menschen vor Umweltzerstörung, nicht nur auch in den Regionen, die wir jetzt, die vielleicht im globalen Norden und im Verhältnis zum globalen Süden, dass wir den globalen Norden bei uns jetzt hier Regionen schützen können, in anderen Regionen nicht, dass wir externalisieren, das steckt dahinter. Anwendung eines Konzepts der Schadensverhütung im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Beweislast für diejenigen, die die Umwelt verschmutzen und nicht diejenigen, die dann an die Anklage erheben, Verzicht auf den Nachweis der Absicht zu diskriminieren, Beseitigung bestehender Ungleichheiten durch gezielte Maßnahmen und Ressourcen. Die wichtigsten Dimensionen, die sich daraus ergeben, ich habe das mit der Verteilung angesprochen, also Verteilungsgerechtigkeit, wenn direkt, dann wenigstens für alle oder gerechter verteilt, die Lasten übersetzt, verteilt, zwischen Individuen, Nationen oder und Generationen, auch ein wesentlicher Punkt, der uns ja auch betrifft, oder Sie, uns, wir sind ja unterschiedliche Generationen, mehrheitlich jedenfalls Generationengerechtigkeit, als Teil dieser, auch der, was die Umwelt angeht, Verfahrensgerechtigkeit, Anteilnahme, Teilhabe überhaupt an politischen Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Das ist für, wenn man nicht muss, dann macht man auch nicht unbedingt einen Prozess. Aber wir hätten die Möglichkeit, Sie haben die Möglichkeit, wir haben die Möglichkeit, viele Menschen haben diese Möglichkeit überhaupt nicht. Es ist ihnen fern, wir wissen gar nicht, wie das geht, können es nicht bezahlen, können vielleicht auch gar nicht diese Regeln überhaupt verstehen oder verständlich machen. Eine ausgleichende Gerechtigkeit wäre die Konsequenz daraus, was passiert, wenn es festgestellt wird, dass es eine Ungerechtigkeit gibt, also was wird getan, wie wird entschädigt, was kann man umsetzen. Und die soziale Gerechtigkeit eben die Einbettung von Umweltgerechtigkeit in soziale Gerechtigkeit, das heißt also den Abbau von diesen starken Ungleichheiten in Gesellschaften, die wir weltweit finden und die stetig zunehmen. Und von diesen Umweltgerechtigkeitsdimensionen, da, wenn Sie auf diese Karte schauen, ich kann Ihnen das wirklich mal empfehlen, ich kannte das gar nicht, ich habe mich erst in der Vorbereitung hier damit beschäftigen können und habe gedacht, oh Gott, meine Güte, da ist ein Projekt von der Universität in Barcelona eingerichtet worden, vom ERC Grant bekommen, also sie konnten dann sich mit dieser Thematik beschäftigen. Und dieser Environmental Justice Atlas einrichten als Institution. Sie hatten Geld dafür bekommen von der Europäischen Union von 2016 bis 2021. Das Projekt läuft noch, funktioniert jetzt auch. Was mir dabei besonders nochmal aufgefallen ist, ich war ja vollkommen eindimensional unterwegs, ne, mit der Erfahrung aus Sumatra oder den Tropen, was da passiert. Es passiert ja eine ganze Reihe Dinge mehr. Also wenn man dieses Umweltgerechtigkeitsidee und Problem anschaut und guckt, worum es geht. Geht es um atomaren Abfall, dann geht es um Mineralien und die Extraktion von Zement oder von Materialien zur Herstellung von Zement beispielsweise. Abfallmanagement habe ich angesprochen. Hier ist Biomass and Land Conflicts, das habe ich eingerahmt, weil das passt zu uns, zu unserer Thematik. Und dann geht es weiter, Water Management, Infrastructure, Tourism, Recreation, Biodiversity, Conservation, Industrial and Utilities Conflicts. Also eine ganze Reihe von Konflikten. Natürlich überhöht so eine Karte, weil sie eine thematische Karte ist. Wenn Sie einen Punkt machen, ist das natürlich viel größer als die Fläche und der Konflikt selbst. Das sollten Sie berücksichtigen, also nicht zu sehr überhöhen. Aber wahrnehmen und sich darüber Gedanken machen. Und wenn ich dann Sumatra mir anschaue, Sumatra ist unser Untersuchungsgebiet, und da einen Teil von Jambi mir anschaue, dann sind wir hier bei Biomass und Land Conflicts. Die sind jedenfalls dokumentiert. Das sind die Geschichten vor Ort,
die nicht sichtbar waren auf dem ersten Blick. So, jetzt geht's nach Jambi. Wir sind jetzt in der Mitte des Vortrags gelandet. Entschuldigung, zurück. Da wollte ich drauf drücken. Das kennen Sie schon, oder die meisten von Ihnen, das Logo von dem Sonderforschungsbereich Efforts, lokale Konsequenzen in Sumatra. Ich habe zwei Beispiele ausgesucht, da versuchen wir uns jetzt mal anzunähern. Für die, die noch nicht da waren, jetzt in der Vorlesung, nochmal eine Karte. Südostasien, Malaysia, indonesischer Archipel, Borneo, Sulawesi, hier ist Sumatra, da ist Java. Und innerhalb von Sumatra ist die Provinz Jambi das Untersuchungsgebiet, das ist hier nochmal reingezoomt. Und Sie sehen, in diesem Untersuchungsgebiet gibt es eine ganze Menge an Landnutzungsformen, Transformationen, wenig Wald ist übrig geblieben. Hier ist noch ein Nationalpark, hier ist ein Restoration Forest, hier ist sowas wie ein Conservation Forest. Ich sage, wie sowas, weil es dort eben auch Konflikte gibt und Menschen vor Ort, die dort Land nutzen wollen. Aber das ist der Kernbereich der Untersuchungen und auch der Kernbereich der Untersuchung von meiner Arbeitsgruppe, wo wir unterwegs waren in den Dörfern, wo die Studierenden unterwegs waren in den Dörfern, die Daten erhoben hatten. Jetzt würde ich es nochmal, ich hoffe, Sie können es sehen, ja, ich die nochmal mitnehmen, dass wir uns klar machen, wo wir eigentlich unterwegs sind. Oder klar machen in dem Sinne unterwegs sind, dass wir sagen, also das ist schon noch mal ganz schön weit weg, das habe ich gesagt, Frontierzone, Peripherie. Und jetzt eine Region, die schon mal gelockt, also die Holz ist schon mal rausgeholt worden. Wir sehen eine kleinteilige Landschaft mit grün, mehr oder weniger Flächen, mit Sekundärforest, Wald, mit Brachflächen. Hier ist ein Dorf und ein Weg durch die Landschaft. Das ist nicht das Meer von Ölpalmen, das könnte ich Ihnen auch zeigen, aber das haben Sie schon gesehen. Das ist eher die überwiegende Landschaft unserer Untersuchungsregion. Und wenn wir nicht in der großen Plantage sind und nicht in der großen, dann sind es Pflanzungen, sind es kleinere Plantagen, 2 Hektar, 5 Hektar, da ist Ölpalme schon angepflanzt. Keine Frage, wir haben eine ganze Menge von kleinbäuerlichen Betrieben dort. Das hier ist jetzt das Haus des Bürgermeisters, da müssen wir immer hin und guten Tag sagen, wenn wir irgendwas tun in diesem Dorf. Also mit Menschen sprechen wollen und sagen, wir wollen mal wissen, wie ihr eigentlich tickt und was ihr denkt und was ihr dazu zu sagen habt von dem, was wir uns so vorstellen. Und das ist eine kleine Hütte von einem Transmigrantendorf. Es gibt Migranten, die von anderen Inseln kommen. Das zeigt so ein bisschen jetzt, diese Fotos sollen zeigen, es gibt eine materielle Entwicklung und Wohlstand, in Anführungsstrichen. Es gibt aber auch da Verteilungskämpfe und dieses Bild zeigt das nochmal ganz deutlich, eine geteerte Straße. Hier sind die ganzen Bündel von diesen Ölpalmen, da stehen die Ölpalmen und hier die schon gut ausgestatteten Häuser. Ich habe schon angesprochen, die Arbeitsgruppe war da unterwegs und hat gearbeitet durch qualitative Sozialforschung, empirische Sozialforschung. Das ist ein induktiver Prozess, also man geht hin und hat natürlich eine Idee im Kopf. Wir sind ja nicht ganz theorielos unterwegs. Man hat ja Vorstellungen, auch Hypothesen, aber die sind nicht so strikt, sondern wir wollen ja Induktion erfahren. Was sagt man uns? Was passiert denn eigentlich? Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Wir wussten vorher nicht, wenn ich heute Beispiele Ihnen zeige, die beiden, die ich ausgewählt habe, die kannte ich nicht vor 5 oder 10 Jahren. Da war mir das noch nicht klar, dass ich die heute auswählen würde. Das ist Induktion, das kommt auf uns. Wir gucken vor Ort, was interessiert die Leute. Und dazu geht man in die Haushalte und die Studierenden, die letzten Masterstudierenden, Maike Buckemüller und Franziska Albach, die haben das getan noch. Wir hatten ein bisschen Probleme mit der Pandemie, können Sie sich vorstellen, da in die Haushalte zu gehen. Also vorher 2, 3 Jahre gar nicht da gewesen. Und das sind qualitative Interviews. Man nimmt sich Zeit, das ist ein Unterschied. Das ist nicht besser oder schlechter als quantitative Arbeit oder eine andere Messung. Es ist nur anders. Das ist meine Auffassung. Es ist ein anderer Zugang. Man macht Cases, Fallstudien, tiefen Interviews. Ja? Also man nimmt sich die Zeit, man setzt sich mit den Leuten zusammen, um etwas mehr zu verstehen. Hier ist das zum Beispiel, das hat Franziska ja noch zurecht. Hier ist das der Begriff beispielsweise Alam. Alam heißt Natur. Da ging es doch darum, was ist denn die Perzeption, was ist das Verständnis
für diesen Begriff beispielsweise. Wenn ich sage, was verstehst du darunter und habe 5 Begriffe oder Möglichkeiten, kreuz mal an, was du darunter verstehst, dann ist das quantitativ. Ich halte die qualitative Forschung in diesem Hinsicht für einigermaßen sinnvoll. Weil dann kann man doch erst nur begreifen, ob wir von denselben Dingen oder ähnlichen Dingen sprechen, wenn wir sagen, nachhaltig. Wie wollen Sie Nachhaltigkeit übersetzen? Das ist bis heute nicht übersetzt oder verstanden. Das ist, und da kann man sich nur annähern an dem, was wir darunter verstehen. Und dafür setzt man sich zusammen und das dauert. Und wenn man in die Diskussion kommt, wenn die Leute selber anfangen zu diskutieren untereinander und dann versuchen es vielleicht auch zu priorisieren, das ist toll. Also da kommt was raus. Und da kommt eine ganze Menge raus und wir haben eine ganze Menge rausgesammelt. Das sind jetzt 10, 12 Jahre und das ist dann schon viel. Und da bin ich auch wirklich stolz auf die Studierenden, die das geleistet haben in der Zeit. Also Doktoranden, Doktorandinnen, Masterstudentinnen, sogar eine Bachelorstudentin. Und das durchgeführt, eine ganze Reihe von Studien zur Einschätzung dieser Kulturlandschaftsentwicklung. Was sind da für Konflikte aufgetreten? Also ich will das jetzt nicht alles im Einzelnen durchgehen. Im Wesentlichen sind das Studien innerhalb von Dörfern. Wir sind nicht, das muss man vielleicht nochmal sagen, ethnografisch, ethnologisch unterwegs. Das heißt also, dass man sich dort vielleicht ein Jahr aufhält und damit lebt, sondern es ist vielleicht, das wäre nochmal ein weiteres anthropologisches, andere Technik und eine andere Methode, sondern das, was ich Ihnen versucht habe, deutlich zu machen. Die Interviews, kann man sich vorstellen, dauern unterschiedlich lang, im Schnitt vielleicht eine Stunde, vielleicht aber auch mal 3, wenn man da zusammensitzt in der Fokusgruppe. Und wenn es nett ist, dann gibt es noch was zu essen und zu trinken. Ich habe schon gesagt, wir wussten es vorher nicht. Governance-Fragen, die uns in Jambi begegnet sind, habe ich das jetzt genannt. Das ist sozusagen, das ist der Filter, das sind Forschungsergebnisse. Die sind publiziert, die sind zum Teil sogar ausgezeichnet publiziert. Also hochrangig. Konflikt um den nachhaltigen Anbau von Ölpalmen durch Zertifizierung natürlich. Konflikt über den Zugang und die Renaturierung von Landflächen, insbesondere von Moorgebieten. Dann Konflikte um Schutzgebiete, Konflikte über Kautschukanbau und Landtitel. Auch ein ganz spannendes Thema. Konflikt über Brand, Rodung und traditionelle Feuer. Also der Konflikt darüber, dass man immer Flächen ja schon abgebrannt hat und auf einmal nicht mehr durfte. Es geht nicht darum, einen Wald zu roden, sondern es geht darum, Reste vielleicht von einem Feld abzubrennen. Nun die beiden ausgewählten Fallbeispiele. Das erste ist der Konflikt um nachhaltigen Anbau von Ölpalmen durch Zertifizierung. Das haben Sie wahrscheinlich schon mal irgendwo mitbekommen. Zertifikate, Zertifizierungen sind Ihnen bekannt. Man labelt, man versucht, Umweltverträglichkeit anhand von Labels durchzusetzen. Es gibt ein paar hundert, was Kleidung angeht, was Nahrung angeht. Da gibt es eine ganze Reihe. Hier ist das Beispiel für die Ölpalmwirtschaft, Roundtable on Sustainable Palm Oil. Das ist ein Multi-Stakeholder-Zertifikat, sagt man so schön. Da sollen viele Akteure daran beteiligt sein. Das hatte ich ursprünglich gesagt. Das ist Governance, das ist gut, das ist cool. Und hier sieht man auch, der Verein hat eine ganze Reihe von Mitgliedern in vielen Ländern. Das ist weltweit das Label. Ja. Indonesien ist zwar das stärkste Produktionsland von Ölpalme, aber das Label gilt weiter. Und es soll Wälder erhalten, den gesamten Sektor in Richtung Nachhaltigkeit bringen und soll dann auch ein marktbasierter Mechanismus eingefügt werden. Es soll persuasiv sein, das heißt, es soll überzeugen, man soll es verstehen, annehmen und man soll nicht dazu gezwungen werden im Sinne der Hierarchisierung und des Gesetzes. Und weltweit sind ca. 20%, in Indonesien fast 50% des Palmöls RSPO zertifiziert. RSPO ist Roundtable on Sustainable Palm Oil. Hier sind Akteure gruppiert. Hier auch sind ein paar Logos und das sind große transnationale Unternehmen. AAK, das ist ein dänischer Nahrungsmittelkonzern, Unilever britisch und Migros ist schweizerischer Konzern. Ja, die sind schon mal dabei. Frag ich mich nur oder sag's schon, schick's voraus, weil ich mich nicht länger zurückhalten kann. Meine kleinbäuerlichen Haushalte nicht, sollen aber vertreten sein. Akteure, Produzenten von Ölpalmen und von Öl.
Aber erst noch weiter, was soll das? Und das kann ich ja gar nicht kritisieren auf den ersten Blick, weil das doch gut ist, also in Anführungsstrichen. Das entspricht doch der Interessen, die wir haben und auch Menschen vor Ort haben, die wir haben sollten. Das ist auch nicht das Problem, was ich immer wieder anspreche, das Problem, diese Dinge sozusagen entstehen ja erst in der Umsetzung, in der konkreten Anwendung. Und die Idee, dass man nicht abholzt, dass man keine Neuanpflanzung macht auf Torf, keine Plantagen auf Torfflächen anmacht, kein Feuer zum Abholzen, also zur Rodung einsetzt, Schutz von Arbeits- und Menschenrecht, angemessener existenzsicher Lohn, da kann man nichts wirklich dagegen haben. Ja, so gibt es die 7 Prinzipien der Zertifizierung, die lasse ich jetzt mal so stehen. Es geht Schwerpunkte auf Wohlstand, Menschen und Planet, also Earth und ja, Umwelt, physisch. Wenn man, was ich schon angedeutet habe, wo sind die kleinbäuerlichen Haushalte, wo sind die vertreten? Die produzieren doch und haben eine große Fläche in Indonesien, da wo wir unterwegs waren, jedenfalls auch. Aber nicht Anteil an dem Weltmarkt. Indonesien produziert für den Weltmarkt, zertifiziert, aber das machen die großen Unternehmen, das machen auch die großen Plantagen, aber nicht die kleinbäuerlichen Haushalte. Es müsste aber doch das Ziel sein, kleinbäuerliche Haushalte zu integrieren. Ist es wohl auch, ist nicht so einfach. Es gibt nur 4,5% der Betriebe, sind das hier, ob das ein Betrieb ist, Haushalt vielleicht besser, sind zertifiziert, RSPO, 120.000 von ca. 2,7 Millionen Ölpalmenproduzenten, Kleinbauern in Indonesien. Und das sind nur 2% der Flächen. Die Flächenanteile sind aber größer. Das heißt auch, es müsste auch in unserem Interesse sein, oder das RSPO müsste das in dem Interesse sein, diese Flächen weiter oder die Zertifizierung auszudehnen. Das dauert aber und passiert nur langsam. Man könnte auch sagen, das hat gute Gründe. Ich weiß auch mittlerweile nicht mehr, ob das alle interessiert oder ob das für alle wichtig ist. Weil warum soll ich mir denn noch weitere Leute zertifizieren, die unter Umständen dann konkurrieren oder das Produkt dann auch auf den Markt bringen? Es ist aber offiziell oder auch formell gibt es eine Gruppenzertifizierung. Das soll bedeuten, man erleichtert Individuen, also kleinbäuerlichen Haushalten, teilzuhaben. Und das ist ein Prozess, den kann man unterstützen, das kann man gut finden, weil individuelle Haushalte sind kaum dazu in der Lage auf dieser Ebene. Und diese Farmer Groups, also diese Haushalte, die zusammengeschlossen werden, die bilden dann eine Institution, die soll dann in die Lage versetzt werden, die vielen Kriterien, die ich Ihnen gleich ansprechen werde, umzusetzen. Was ich als Individuum nicht kann, kann ich vielleicht in der Gruppe leichter erreichen. Das ist ja auch häufig der Fall, dass wir in einer Gruppe stärker sind. Das Bild oder die beiden Bilder habe ich Ihnen ausgesucht, einmal um zu zeigen, dass die Katrin Martin und die Jennifer Merten, das sind die beiden Hauptakteurinnen, die die Untersuchungen gemacht haben, die ich jetzt sagen will und mit den Leuten gesprochen haben. Hier, das war aber eine ganz witzige Gimmick-Szene, wo die Kollegen und Kolleginnen, die da sind, also es waren alles Kollegen, hauptsächlich von der Pharma Group, die haben dann gesagt, ja hier, das sind die ganzen Klamotten, die du anziehen kannst, wenn du die Arbeitssicherheitskriterien einhalten willst. Und ich habe nur mal so diese, das können Sie vielleicht nicht ganz genau sehen, aber das ist so eine lange Schürze vorne vor der Brust, also bis zu den Knien und auf dem Rücken auch. Gut, die war jetzt ein bisschen klein für mich auch und dann hat es noch lange Ärmel so und das war alles, weiß ich nicht, Polyester, Plastik und dann kriegen Sie Gummistiefel angezogen, einen Helm aufgesetzt, eine Brille aufgesetzt und dann ernten Sie mal Ölpalmfrüchte. Ich bin nicht gegen Arbeitsschutz, nicht, dass Sie mich missinterpretieren, aber man muss sich das mal klar machen. Das ist nur ein kleiner Aspekt gewesen, wo man sagt, wir wollen und sollen die Kriterien einhalten. Okay, wir achten darauf. Ich denke, Gummistiefel oder feste Schuhe wäre gut in dem Gelände. Kann man nachvollziehen, aber vielleicht gibt es da vielleicht noch eine modernere Kleidung, die auch schützt. Um Sie jetzt noch weiter ein bisschen zu nerven mit den Kriterien, aber versuchen nochmal, dass Sie Empathie entwickeln für diese kleinbäuerlichen Haushalte, für die Perspektive.
Da kommt jetzt jemand an und sagt ihnen, hör zu, du kannst jetzt hier dabei sein, mach mal, egal ob du es verstehst oder nicht, mach mal vernünftig anders und halt diese Standards ein, halt die Kriterien ein. Wir haben 4 Prinzipien, 23 Kriterien und 58 Indikatoren. Das musst du schon machen. Aber du kannst jetzt auch bei der Pharmagruppe mitmachen, die werden das erklären. Und dann setzt ihr das um und dann seid ihr auch dabei. Dann werdet ihr zertifiziert und dann wird alles gut. Böse von mir. Dann wird es vielleicht besser. Es gibt ja noch nicht das Gut. Dafür brauchen sie Zeit und Investitionen. Und mit der, ja, mit dem Nerven, das ist nur ein, das sind die Dinger, wer interessiert, können Sie reingucken. Also können Sie mitnehmen, als würden Sie so, ich weiß es nicht, so eine Gefahrenerklärung für eine Exkursion oder dann irgendwelche Steuererklärungen sind vielleicht vergleichbar, ich weiß nicht. Aber hier ist das ist eine Größenordnung. Wie gesagt, da geht es darum, dann zu sagen, was haben Sie für, was sind die Rechtsformen, was gibt es für Entscheidungsformen, die Kleinbäuern, Bauern sollen unterzeichnen, Dokumente, dass ihnen das Land gehört, was haben sie vor, was ist ihr Plan, welche Flächen sind im Einzelnen, wann gerodet worden, was wollen sie da machen, wollen sie neu pflanzen und so weiter. Ich kann das jetzt nicht alles und will ich auch jetzt gar nicht alles durchgehen, das müssen wir schon abnehmen und das für die 4 großen Bereiche, also Planet und Earth und so weiter. Und dann geben sie die Flächen an, die derzeit bepflanzt sind, und die nicht mit Palmen bepflanzt sind, dann die Pläne wieder bepflanzt und so weiter. Das alles rauskam. Jetzt überlegen Sie sich mal, wo habe ich jetzt diesen Zettel? Und dann, wir hatten noch vor 20 Jahren überhaupt gar keine Titel, Landtitel, die, wo ich dann belegen kann, was mir das Land gehört. Also Quintessenz, lange Rede, kurzer Sinn. Sie können erahnen es, das ist nicht so einfach. Und die Katrin hat dann schon auch intensiv sich damit beschäftigt, aber mit den kleinbäuerlichen Haushalten war oder bleibt es sehr schwierig. Wenn man sie nicht unterstützt im Sinne von einem Anreiz, einer Incentive, aber dann eben auch richtig, das wäre eine Konsequenz, vielleicht der Vorgriff auf die inneren Maßnahmen, die wir noch diskutieren, was kann man denn tun? Das Prinzip ist ja nicht, das will ich ja gar nicht bashen. Aber die Idee, wie kriege ich das dann transformiert, da muss ich doch den Leuten eine andere Chance geben oder Hilfe geben oder mir Zeit nehmen und das und nicht einfach nur ein Regelheft geben und sagen, ihr müsst da mitmachen und das so umsetzen. Und wenn ihr das nicht tut, werdet ihr nicht zertifiziert. Kleine Randbemerkung, noch eine von mir, 80% der kleinbäuerlichen Zertifikate, die es bisher gibt, sind eigentlich nicht die 100%ige Erfüllung der Kriterien. Das wäre auch nochmal dazu kommen. Da würde ich mich aber auch bei den großen transnationalen Unternehmen nicht unbedingt drauf verlassen, dass das alles 100%ig umgesetzt wird. Und noch eine zweite Randbemerkung, muss man sich angucken, wer zertifiziert. Immer angucken, wer ist das denn? Gut, die RSPO-Prinzipien und Kriterien sind schwer zu verstehen und umzusetzen. Und das RSPO bietet aus der Perspektive der kleinbäuerlichen Haushalte keine wirkliche Verbesserung. Ich habe das benannt. Anstehende Investitionen gibt es. Dafür müsste es Finanzierungsmöglichkeiten werden. Und was in die Managementpraktiken, die erlernt werden können. Das war das erste Fallbeispiel. Ich hoffe, Sie können noch folgen. Jetzt kommt das zweite Fallbeispiel. Wir sind bei Governance, zweites Fallbeispiel, Multi-Stakeholder, Vereinbarung, Gruppierung, überlegen sich etwas, damit mehr Umwelt- und Sozialverträglichkeit entsteht, dass weniger CO2-Emissionen emittiert werden. Deswegen soll Wald erhalten werden, auch eine super Sache. Also reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries. Und dazu noch das Plus, also das war AIDD Plus. Das Plus heißt dann noch zusätzliche waldbezogene Aktivitäten zum Schutz des Klimas, nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder, Erhaltung und Verbesserung der Kohlenstoffvorräte der Wälder. Das wird gefördert. Wer das macht, verkürzt, gedacht, kriegt was. Und im Idealfall gibt es einen Kohlenstoffmarkt, dass die, die es verursachen, zahlen und die, die es in der Senke aufnehmen, den Wald stehen lassen. Je nachdem, wie viel Kohlenstoff dieser Wald, es gibt unterschiedliche Qualitäten, die eingestuft werden.
Da gibt es dann Anteile, wo das hin verteilt wird. Auch eine sehr gute Idee. Das Konzept gibt es schon, jetzt auch schon mehr als 15 Jahre. Und die Idee der finanziellen Anreize, also Incentives, klingt eben gut. Die finanzielle Unterstützung soll stattfinden, wie ich es gerade angesprochen habe, und insgesamt dann dazu führen, dass wir eine sogenannte Win-Win-Lösung erreichen. Also wir haben alle was davon, alle Beteiligten, der globale Norden, der Süden, die Unternehmen, aber insbesondere das Klima. Und da soll dann eine Entkopplung stattfinden von Agriculture, von Deforestation, und das ist dann eine Verbesserung auch der Lebensbedingungen, der Lebensstandards vor Ort. Also eine ganze Reihe von Aspekten, die Verbesserung der Lebensgrundlagen wird angestrebt, dass sie auch Alternativen finden können, dass es vielleicht auch eine Unterstützung gibt, für die Gemeinden alternative Produkte anzubauen oder vielleicht auch sich fortzubilden. Also eine ganze Reihe von guten Ideen, die dahinter stecken. In einer Region, in dieser Jambi, das war jetzt ein bisschen randlich von unserem Kernuntersuchungsgebiet, aber da wir ja eben empirisch durch das Land fahren und gucken, was geht, sind wir nicht so an die Plots gebunden, wie die Kollegen von den Messstationen. Und das ist in der Region etwas außerhalb, also Richtung Küste geht das dann schon, in Jambi, da im Untersuchungsgebiet, das sind riesengroße Torfgebiete. Zum Teil bewaldet, zum Teil kolonisiert. Und diese Agrarkolonisationen haben stattgefunden, schon in den 70er Jahren angefangen, 80er Jahre. Agrarkolonisation weltweit. Ich habe es ja angesprochen, das war ein Thema, was ich bearbeitet habe, in Bolivien beispielsweise. Auch in anderen Regionen der Welt, wo man hingegangen ist und hat, wie ich es vorhin gesagt habe, so kurz einfach so, unsere Ressourcen, was haben wir? Wie können wir die in Wert setzen? Was haben die anderen gemacht vor uns? Wir wollen auch. Wir bauen jetzt was an, Cash Crops. Wir wollen, dass wir was davon haben, dass die Ökonomie, unsere Ökonomie verbessert wird. Und in diesem Gebiet, Sungai Aure heißt das Dorf, egal, da sehen Sie die Bedingungen. Das ist so, wie wenn Sie jetzt, manche von Ihnen sind vielleicht aus Niedersachsen, manche kennen vielleicht auch das Teufelsmoor und manche kennen auch andere Moorgebiete. Vor 200 Jahren sah es hier in Niedersachsen noch etwas anders aus. Dann hat man kolonisiert und das ganze Land, ich übertreibe ein bisschen, aber viele Teile des Landes trockengelegt. Und heute überlegen wir, was wir wieder vernässen können. Also auch richtig zu sagen, da wo es eben noch bewaldet ist, soll das so bleiben. Und wo es vielleicht schon entwaldet ist, soll man es wieder aufforsten oder wieder vernässen oder beides. Und hier sehen Sie das als ganz konkrete Beispiel. Wir sind wieder on the ground, wie ich das so nenne, oder auf der Mikroebene in die Haushalte. Und dann unterhält man sich, worum geht es, ja? Was ist die Problematiken? Oh, oh. Hier sind die Früchte nicht nur Ölpalmen, sondern auch diese Areca-Palmen, diese Nüsse, diese Betelnüsse, kennen Sie vielleicht, also diese rote Zeug, was da dann entsteht, wenn man die kaut, die hier angebaut werden. Und trotzdem bei all dem, das ist also auch wie hier in dem Moor, wie es im Moor war, das sind also wirklich die Gebiete, die sind kolonisiert, aber das ist harte, härteste Arbeit in Kulturnahme für die kleinbäuerlichen, ja, für wirklich arme Verhältnisse. Und dort ist dann eine Untersuchung stattgefunden hat. Es waren drei Dörfer, die Jennifer da besucht hat und Befragungen durchgeführt hat, Akkolonisation, Areca-Nüsse schon genannt, Drainagesysteme werden angelegt und so weiter. So what? Ja, so kann man ja sagen, das ist ja nochmal kein Problem. Jetzt kommt aber die Idee und jetzt kommt das Red Plus in Jambi. Und das ist ja dann, wie ich es gesagt habe, eine gute Idee. Also das könnte man doch dazu nutzen, um vielleicht die kleinbäuerlichen Betriebe in eine bessere Position zu bringen, Alternativen zu schaffen und wieder zu vernässen und manche von diesen Plantagen oder entstehenden Plantagen nicht entstehen zu lassen. Und auf diesen Gebieten, dann hat man das in der indonesischen Regierung verstanden,
oder gesagt, man hat es verstanden und sagt, so, das machen wir jetzt, hat das in Paris nochmal ganz stark, also 2015, sich dann ganz stark nach vorne gestellt und gesagt, das machen wir jetzt. Torfgebiete, tropische Torfgebiete wieder vernässen, das ist das Thema, dann stehen wir gut da. Und das ist mit dem Red Plus Programm, dass die Finanzierung ist gegeben, man kann überzeugen, man kann lokale Gruppen gewinnen und das ist der Prozess. Hier sehen Sie, und was hat man gemacht in der Untersuchungsregion? Das ist ein Schutzgebiet, das eingerichtet wurde. Und ich kann da nicht dagegen sein, ich kann nur sagen, das hat man einfach gemacht und Flächen genommen. Und vielleicht hat man auch keine Zeit oder sich keine Zeit nehmen wollen oder können. Und vielleicht war das da der geringste Widerstand, weil da noch nicht genügend Drainage war. Aber zum großen Teil auch zum Teil schon also kein intakter Wald mehr. Und die anderen Flächen, die Sie hier sehen, das sind noch so Production Forests, nennt man das. Also wo man was abholzen darf und wo man auch was Neues anpflanzen darf. Und Plantagen werden angelegt. Das ist der Hintergrund. Und wenn man dann sich anschaut, was noch andere Aspekte, die damit zusammenhängen, wie ich vorhin angesprochen habe, erinnern Sie sich vielleicht an die Ziele von AEDD Plus. Gemeindebasiertes Forstwirtschaftsprojekt, also zusammenarbeiten, dann kein Feuer mehr machen, neue Vorschriften für den Einsatz von Feuer und nationaler Plan zur Wiederherstellung von Torfgebieten. Also drei große Aspekte, die eine Rolle spielen. Und wenn ich vorhin die Bilder gezeigt habe vor der Zertifizierung, dann steckt dahinter Verordnungen, die bedeuten, das sollst du machen, Haushalt. Klar. Ne? Also das kommt runter bis unten hin und äußert sich in Schildern, wo drauf steht, reiß dich bloß zusammen. Ich mache das jetzt ein bisschen umgangssprachlich, verzeihen Sie mir. Sonst gibt es harte Strafen und du gehst in den Knast. Also steht da drauf dann auch, es wird mit Haftstrafen gedroht und alternativ mit großen Beträgen für Rupien, also Milliarden Rupien, das ist auch schon ziemlich viel, und die dann folgen, wenn man bestimmte Handlungen vollzieht. Und auch da würde ich sagen, ist okay, bis zu einem gewissen Grad. Nur wenn ich dann hingehe und sozusagen da besonders kontrolliere und da besonders scharf drauf achte, dann verschiebe ich den Fokus. Und das passiert eben auch, so kommt es dann zu Problemen oder auf kleinräumiger Ebene zu, wo Konflikte ausgehandelt werden oder Probleme gelöst werden sollen, die meiner Meinung nach auf einer ganz anderen Level entstanden sind und auch da gelöst werden müssten. Also starke Einschränkungen der Landnutzung sind die Folge, keine Einkommensquellen, es gibt keine Alternativen, die aufgezeigt werden und das Geld, das da vermeintlich irgendwo ankommt aus dem Carbon-Deal oder aus dem Handel oder von den Leuten, die es, wo es daher kommen sollte, kommt nicht an, zumindest nicht bis unten hin. Dann das Feuer machen, ich habe es angesprochen, das sind dann meistens ja dann irgendwie auf kleinen Feldern gewesen, auf Reis zum Beispiel, dass man hinterher das abbrennt, wie das hier auch gemacht worden ist und dann hinterher, dass man dann, bevor man es neu anlegt, das ist dann eben dann, diese Unterscheidung wurde gefordert. Und dann diese zum Teil direkte Schließung von Abwasserkanälen und Wiedervernässungsprozessen, also ganz harte Eingriffe, die es auch noch gegeben hat, die teilweise andere Felder überschwemmt haben. Und wer das konnte, da gibt es eine ganze Reihe von Fotos, die Jennifer dokumentiert hat. Wer das kann, der leitet dann das Wasser wieder weiter über den Deich zu dem nächsten darüber. Also dann haben sie sozusagen soziale Konflikte vor Ort geschaffen. Wenn man dies oft nur vordergründig sieht, weiß man nicht, auch nicht, dass da irgendein Prozess im Hintergrund steht. Ein größerer. So kommt es am Ende zu dem Ergebnis, dass wir eine Verteilungsgerechtigkeit haben. Das haben Sie am Anfang, habe ich das versucht deutlich zu machen, als über die Gerechtigkeitsdimension gesprochen haben, dann über Verfahrensgerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit. Also da haben wir hier Probleme in diesem Fallbeispiel. Und auch die Überforderung, würde ich es nennen, von Kleinbauern, also die das ist ein Triple Burden, das, so haben wir das veröffentlicht, kommen, die Triple Burden dieser Kleinbauern in Indonesien, in diesen Moorgebieten, dass sie die Wälder schonen sollen, die Brände verhindern sollen und dann auch die wieder und auch renaturieren sollen, also alles auf einmal.
Das ist ein bisschen viel. Und diese dreifache Belastung der kleinbäuerlichen Betriebe sprengt dann der Rahmen der Red Plus vor dem Red Plus Hintergrund. So, das war das zweite Fallbeispiel. Wenn man jetzt ein bisschen aggregiert, RSPO-Standard haben wir angesprochen, Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und den Beteiligten, die ist in Frage zu stellen, ob Indonesien als Player da genügend Einfluss drauf hat. Es soll ja auch so bei den Selbstverpflichtungen, ob es genügend umgesetzt wird. Ich habe darauf hingewiesen, dass meines Erachtens nicht genügend Gruppen und Menschen und beteiligt sind, sondern die Dominanz der großen Player ist vorhanden. Man wendet sich zwar den kleinbäuerlichen Betrieben zu, ich weiß nicht, kann das nicht so abschließend beurteilen, es fühlt sich aber an, so wie etwas, ja, das müssen wir halt tun, wir können sie ja nicht außen vor lassen, aber mir fehlt da eigentlich die letzte Konsequenz und Dynamik und auch die Bereitschaft und Seriosität, es wirklich zu tun. Vielleicht auch das Geld, was dann wiederum woanders verbleibt. Lebensraum, Einschränkungen, die Einhaltung von RSPO, das waren die Kriterien hier, die da angesprochen habe, und die Nichtbeteiligung, Ausbeutungsverhältnis, Ausschluss vom Weltmarkt. Also wir haben eine ganze Reihe von Konsequenzen. Globale Governance-Instrumente können zur Verlagerung der Kosten des Systems auf andere Beteiligte und insbesondere auf die Erzeuger führen. Das führt uns zur Ausgangsthese zurück, die ich auch nicht so hart und weich beantworten kann. Manchmal neidisch auf die Naturwissenschaftlerinnen. Globale Umweltgovernance ist ein wichtiger, aber nicht immer zielführender Ansatz zur Verringerung von weltweiten Umweltkonflikten, denn globale Umweltgovernance kann auf der lokalen Ebene zu ausgeprägten sozialen Ungerechtigkeiten führen. Also das ist wieder so ein bisschen weiß, ja, hin und her, ja, was will er denn? Ich sage schon klar, dass ich halte es immer für wichtig, wenn Gruppen miteinander reden und Konfliktparteien miteinander reden, aber das muss auch da ein bestimmtes Maß dann überschreiten dürfen, was ich bei den qualitativen Sozialforschung gesagt habe, dass man da auch in die Tiefe geht. Und das heißt eben bis zum real existierenden Alltag von, in diesem Fall von kleinbäuerlichen Haushalten. Abstraktbetrachtung, Kommodifizierung von Natur- und Ökosystemdienstleistung benachteiligt vor allem lokale Akteure. Man soll sie nicht rauslassen aus der Verantwortung, aber auch nicht in dem Maße benachteiligen, wie ich es angesprochen habe. Und man kann nur die nationale Regierung, die Regierungen auf diesen unterschiedlichen Ebenen in die Pflicht nehmen, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, institutionelle Rahmenbedingungen geschaffen werden und dass die gewährleistet sind, dass auch die Kriterien, wenn sie umgesetzt werden sollen, dass sie auch begleitet werden, dass es ein Monitoring gibt, dass man auch die Unterstützung gibt und diese Verantwortung nicht einfach ablädt. Vielleicht ist es auch, so könnte man ja auch noch hinten sagen, man fragt sich ja wirklich manchmal, ist es ernst gemeint oder ist es einfach vielleicht wirklich ein bisschen doof, dass man vielleicht Vorstellungen hat, man könnte das erreichen, so Win-Win-mäßig. Und dass die Idee, man könnte, ja, vielleicht sind das Vorstellungen von Menschen, das stimmt auch. Die sind vielleicht aber auch ein bisschen realitätsfern. Ja, zum Ende hin die Frage, klar, was machen wir jetzt, was soll das? Ich habe es schon angesprochen, ich fordere insbesondere die indonesische Regierung auf und die unterschiedlichen Distriktebenen und alle möglichen Akteure vor Ort, das sind die stärksten. Insbesondere, man muss da den Hintergrund haben, dass es jetzt seit 20 Jahren ungefähr eine politische Wende gegeben hat in Indonesien, dass die autokratische Regierung, die lange Zeit geherrscht hat, abgelöst worden ist und man einen Demokratisierungsprozess hat, dass man dezentralisiert, dass unterschiedliche eben überhaupt in die Rolle bekommen sind, dass sie eigene Entscheidungen fällen können. Das muss aber weiter vorangetrieben werden und unterstützt werden und verbessert werden und da mit Verlaub auch wieder zu sagen, dass man die Korruption versucht zurückzudrängen.
dass es Anreize gibt für lokale Akteure auch zu verstehen und nachzuvollziehen können, sich anders zu verhalten und sich anzupassen. Und Monitoring, habe ich schon gesagt, Begleitung ist notwendig. Bildung ist notwendig, absolut notwendig. Aber auch eine Integration ist notwendig, vielleicht auch in den Arbeitsmarkt, in andere Arbeitsmärkte. Wenn ich noch eine Etage höher gehe und utopisch denke, dann wäre das nochmal abstrakter betrachtet. Wir haben durchgängig es mit Machtasymmetrien zu tun. Es sind Ungleichheitsverhältnisse, die haben wir. Trotzdem können wir ja nicht einfach, oder ich würde mal dafür plädieren, die nicht einfach so hinzunehmen. Wir haben aber eine große Hinnahme und man kann ja auch nicht dauernd Revolution machen. Das ist mir schon vollkommen klar. Aber man muss zumindest sich an mancher Stelle diese Asymmetrien deutlich machen und klar machen dürfen und dafür wünschen oder dafür nachhandeln, dass es ein bisschen modifiziert werden. Ansonsten gibt es keinen wirklichen Fortschritt, was Umweltgerechtigkeit angeht. Und da auch nochmal müssen wir die unterschiedlichen Ebenen uns anschauen. Wir werden es nicht schaffen, wenn wir Forderungen stellen und nicht vielleicht manche Positionen auch von unserer Macht, sage ich mal, etwas abgeben und zurückgeben. Ja, und eine kritische Betrachtung all dieser Strukturen ist notwendig. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Heiko. Super spannender Vortrag. Gibt es Fragen? Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu weit vom Vortragsthema entfernt. Aber es wurde in einem vorherigen Vortrag erwähnt, dass die Ölpalmenplantagen zwar grundlegend für die meisten Haushalte einen Vorteil darbieten, es da aber Unterschiede gibt, oder zumindest einen finanziellen Vorteil, es da aber Unterschiede gibt zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen und dass da vor allem die Migranten aus Java profitieren im Vergleich zu den Leuten, die vorher schon auf Sumatra gewohnt haben. Und es wurde auch erwähnt, dass manche ethnische Gruppen davon einen Nachteil haben. Können Sie dazu was erzählen, vielleicht unter dem Gesichtspunkt von Umweltgerechtigkeit? Ja, meine Antwort ist ja, ich kann Ihnen was erzählen. Ich versuche es aber mal kurz oder überblicksartig. Es gibt in Indonesien schon seit über 100 Jahren sogenannte Transmigrationsprogramme. Das heißt, schon unter niederländischer Kolonialherrschaft hat man Menschen aus dem überbevölkerten Java nach Sumatra gebracht. Man hat Menschen aus dem überbevölkerten Java und auch Lombok und Madura nach Sulawesi gebracht. Dieses hatte sowohl einen Agrarkolonisationshintergrund, man sollte dort Pflanzen, Anpflanzungen machen, aber es hatte auch einen politischen Hintergrund. Das heißt, Javaner, die Mehrheitsbevölkerung der Indonesier, sollte auch die größeren Teile des Archipels besiedeln und auch damit politischen Einfluss nehmen. Das ist der Hintergrund. Diese Programme hat man in den 70er und 80er Jahren eigentlich noch bis zu den Nullerjahren fortgesetzt. Eine wenig besiedelte Region wie Sumatra, dort hat man dann Leute aus Westjava hingebracht und denen 2 Hektar, ich habe ein Bild gezeigt, ganz kurz nach dem Film, da war so eine kleine Hütte. Das war so eine typische Transmigrantensiedlung am Anfang. 2 Hektar haben sie bekommen und ein bisschen, ich glaube, ein bisschen Input für 2 Jahre, dass sie überleben konnten, und um dann diese Ölpalme anzubauen. Das sind die Transmigrationen. Das ist das, wenn sie darauf abheben. Und die hat die Ölpalme jetzt seit den 90er Jahren in Sumatra, bleiben wir bei dem Beispiel, ganz extrem nach vorne gebracht. Also diese Akteure, das sind auch kleinbäuerliche Haushalte. Manche haben allerdings auch schon 30 oder 50 Hektar, weil das ist so ein anderer Prozess, auf den ich nicht weiter eingehe, aber durch Schocks und so weiter gibt es Veränderungen. So,
Jetzt ist die Frage grundsätzlich, wo sind die hingekommen, wem gehörten denn die Flächen vorher? Das habe ich ja angesprochen. Und es gibt Bevölkerung, auch in Sumatra, weniger Dichtbevölkerung. Ich sage dann immer, das sind malaiische Bevölkerung, nicht javanesische, malaiische. Und die ist, das sind unterschiedliche ethnische Gruppen und auch indigene Gruppen, auch Bevölkerung im Wald. Orang Rimba, die ein Stamm dort. So, das gibt es. Sie können dann, Sie ahnen schon, das kommt dann zu Konflikten wiederum, was Landtitel angeht, was Landrechte angeht. Die Javaner, die kommen, nicht die Person individuell, sondern der Staat hat ja Flächen genommen und in Wert gesetzt und lässt sie kultivieren. Diese Migranten sind ökonomisch sehr stark, vergleichsweise sehr stark und aktiv. Und die lokale Bevölkerung ist eher von Subsistenzwirtschaft, hat sie gelebt, sie orientiert sich an dem, was passiert ist, ohne dass ich das abwerten will, sondern die Holzwirtschaft gehabt, ist damit ausgekommen und vielleicht gibt es dann einen Unterschied oder hat es einen Unterschied gegeben zwischen diesen rein ökonomisch aktiven Javanern und der lokalen Bevölkerung, die hauptsächlich noch Kautschuk angebaut hat und anbaut. Ich würde sagen, das hat sich mittlerweile ziemlich angeglichen. Mittlerweile in den letzten 20, 25 Jahren hat sich das ausdifferenziert. Es gibt bestimmt noch Unterschiede. Es ist aber keine Reduktion auf den Konflikt von Transmigration und lokaler Bevölkerung dass man da die Konflikte zurückgehen, sondern eher auf die Interpretation, die ich gegeben habe. Also nicht zwischen diesen Gruppen, die will ich nicht leugnen, die gibt es auch individuell. Aber der Träger ist der Hintergrund der Träger. Das Fatale sind die Regulationen, die gemacht worden sind von der Regierung. Weitere Fragen? Ja, danke Heiko, vielen Dank für den schönen Vortrag. Mich würde das erste Fallbeispiel interessieren, nämlich die Zertifizierungen. Wenn ich das richtig verstehe, dann sollen doch Zertifikate eigentlich dazu führen, dass ein Konsument einen höheren Preis zahlt und dafür ein besseres Produkt oder ein Produkt mit einer bestimmten Qualität oder bestimmten Herkunft hat. Was mich interessieren würde, ist, inwieweit eigentlich das funktioniert. Also sind die Produkte mit RSPO-zertifizierten Palmöl, sind die teurer tatsächlich? Und führt es auch dazu, dass bei den Kleinbauern wirklich auch höhere Preise ankommen und die davon einen ökonomischen Gewinn haben? Die Antwort, Alex, ist eindeutig nein. Das klingt komisch, aber es ist so. Es gibt kein Preispremium. Ja, das ist ja vielleicht auch sowas, wo ich habe da gar keine wirkliche Antwort drauf. Wir haben das auf der letzten Konferenz sogar besprochen. Die indonesische Seite hat das nochmal bestätigt. Auch mit ihrer Blick auf die Zertifizierung als Begründung, warum gibt es keinen Anreiz. Man könnte natürlich argumentieren, wie ich das vorhin angedeutet habe, aber da haben wir auch zu wenig Forschungsergebnisse dazu, was innerhalb der großen Betriebe der transnationalen Konzerne abgeht. Das heißt also, wenn die zertifizieren können, dann können sie zertifizieren. Das sagt ja, wenn sie es lassen können. Wenn Sie sagen können, wir haben genug Arbeitsschutz, wir haben auch Abstände zum Wasser, wir schützen das Wasser, wir können das umsetzen, vielleicht kostet das etwas, aber dafür brauchen wir kein Preispremium. Und dieses Preispremium wäre aber ein ganz wesentlicher Aspekt, der auch von indonesischer Seite gefordert wird. Ich kann es aber nicht beantworten, warum nicht. Bisher besteht es nicht. Das wäre ja das Incentive zu sagen. Also man sagt ja, jetzt, wenn du dich so verhältst, wenn man das machen kann, dann kann man mehr Geld damit machen. Das wäre vielleicht ein ökonomisches Argument, aber das wäre wahrscheinlich tragfähiger. Das ist so nicht. Ja, ist nicht schlimm. Wir können ja auch Weihnachten machen. Alex? Ja, mich würde noch was interessieren, und zwar zu den Landtiteln. Also inwieweit
haben die Menschen dort ein anderes Verhalten, wenn ihnen das dann selber gehört oder wenn das ihnen nicht gehört und irgendwie kommunal ist oder unklar ist, wem das gehört? Also welche Auswirkungen hat das und welche Chancen sind da drin auch mit der Vergabe von Landtiteln? Das kann ich nicht so direkt beantworten. Spontan würde ich sagen, natürlich wird das, wenn das Land mir gehört, ist da eine andere Motivation dahinter. Das Problem ist aber, dass es darum gar nicht geht. Es gibt natürlich Tagelöhner und Leute, die ihr Land verloren haben. Die werden beschäftigt bei anderen. Aber der springende Punkt ist, dass ich sage, das hier, nehmen wir dieses Ding, das ist mein Land. Und dann kommst du an und sagst, nee, du hast gar keinen Zettel dafür. Wo hast du das denn her? Ich sage, ja, das war doch mein Großvaters Land. Ja, wie kannst du das beweisen? Und dann kommt jemand anders her und sagt, wieso, ich habe hier doch das Zertifikat vom Amt für, was weiß ich, von Südniedersachsen und die haben mir den Zettel gegeben, das ist eindeutig hier. Ich habe sogar die Geodaten. Das ist meins. So simpel, wie ich das beschreibe, das spiegelt schon die Realitäten wider. Leider, bitterlich. Und dann kommt dazu, was machen wir jetzt? Dann sagst du, nee, dann gehe ich klagen. Das sagst du natürlich nicht, weil du gar keine Kohle hast. Weil ich müsste dann eigentlich. Oder dann gehst du aber zu den anderen Bauern und die gehen zur NGO. Ich hatte ein Bild gezeigt, Via Campesina ist so eine weltweite Organisation für Kleinbäuerliche, um diese zu unterstützen, in ihren Rechten zu unterstützen. Dann gehst du hin und sagst, ich möchte das einfordern, einklagen. Und das Gewohnheitsrecht ist das ja, das sogenannte ADAT. Das Gewohnheitsrecht, was du von Alters her deine Familie gemacht hast, dass das anerkannt wird. Das möchtest du. Und nicht, dass jemand hinkommt und einen Titel hat. Ich weiß nicht, ob du da den Vortrag von Jonas Hein, aber die anderen ja auch nicht, ist jetzt auch egal. Wir haben einen schönen Vortrag gehabt und auch eine Publikation zu sogenannten Sporadic Title. Also dass Institutionen gesagt haben, vor dem Hintergrund der Dezentralisierung, du kriegst den Titel von mir, vom Bürgermeister, ich gebe dir den, dann hast du den. Also sozusagen, das ist auch ein riesiger Aushandlungsprozess, der dahinter geht. Man hat sich selber Zertifikate ausgestellt. Ja, also das zeigt das nochmal so ein Stück weit. Das ist nicht komplex, es ist gar nicht so komplex, aber es ist wirklich kaum aufzulösen. Und wir haben dann Strukturen, wo ich auch sagen würde, da blicken wir nicht dahinter, was dafür, das sind keine kulturellen, das sind soziale Dilemmata, auch Macht von Gruppen, die nicht immer nur entlang von ethnischen Gruppen laufen, sondern eben sozial sind. Und da kommt es dann eben auch wieder zu diesem Phänomen dieser Ungleichheit. Es gibt aber nochmal, um das nochmal zu sagen, eine ganze Reihe von Tagelöhnern. Es gibt auch, um nochmal Ihre Frage dahin noch zu erweitern, es gibt eine ganze Reihe von Gruppierungen, die in diese Gebiete zugewandert sind. Also auch aus Nordsumatra, aus Medan und nicht nur aus Java. Das sind sozusagen spontane Migranten und Migrantinnen, Familien auch. Also es gibt neben dieser geplanten Transmigration, die den Schwerpunkt hat, die lokale Bevölkerung hat sich angenähert und guckt, was machen die da, bringt das was, machen wir auch. Dann, das meinte ich mit dem Ausgleichen, man macht jetzt Kautschuk und Ölpalmen, Kautschuk immer weniger, ist so arbeitsintensiv. Und dann gibt es in diesem Prozess, ja, in so jedem dynamischen Prozess, in jedem Dorf, wenn der Haushaltsvorstand beispielsweise stirbt oder irgendein Mitglied oder mehrere oder irgendwas passiert, weil er Spielschulden hat oder keine Ahnung was, dann haben sie natürlich nach 10 Jahren, die Untersuchungen sind wirklich super interessant gemacht worden, haben sie ein vollkommenes Ungleichverhältnis, was die Flächen angeht. Sie haben alle mit 2 Hektar angefangen. Nach 10, 15, 20 Jahren können Sie sehen, das ist der dickste Bauer mit Verlaub. Und da so. Das ist kein indonesisches Phänomen. Das ist ein ziemlich dynamischer Prozess. Und da geht dann was. Da gibt es dann auch diese Lücken in den Gesetzmäßigkeiten. Dann geht man vielleicht weiter in den Wald hinein. Und da gibt es eine ganze Reihe. Nach der Transmigration, nachdem die Programme eingestellt worden sind, kommen viele Menschen immer noch, heute auch noch, in die Region. Wo kommen sie her? Ich habe es ja angenannt. Vielleicht auch genannt. Aber das ist so wie, wo kommen sie her, wenn man den Einzugsbereich von Göttingen nimmt. Okay, die meisten aus Niedersachsen, die kommen dann die nächsten und so weiter, vielleicht aus anderen Bundesländern. Der Hauptteil kommt aus Sumatra, aus anderen Regionen.
Und was nur noch den Abschluss zu finden, meine Hektar sind weg und ich muss ja arbeiten. Dann muss ich ja auf dem, die Arbeitskraft braucht ja der Bauer, der die 30 Hektar hat. Der hat ja jetzt seinen Haushalt da oder vielleicht hat er sein Haus schon längst irgendwo in Jakarta oder irgendwo, weiß ich wo. Und die, Arbeit, dann, die Arbeitskraft wird ja weiter benötigt. Also da gibt es dann halt einen Lohn dafür. Keine weiteren Fragen, ne? Heiko, vielen Dank. Ja, ich danke euch. Ja. Vielen, vielen Dank. Schönen Abend.